Zwei anstrengende Tage gehen zu Ende. Die letzte Runde im 1500-Meter-Lauf für die Zehnkämpfer. Dan O'Brien, zweifacher Weltmeister, hat seinen dritten Titelgewinn vor Augen. Er muss eigentlich nur ins Ziel traben, in seiner einzigen ungeliebten Disziplin. An der Spitze liegt der Franzose Levic. Er gewinnt diesen Lauf, verbessert sich von Rang 22 nach dem ersten Tag noch auf den 9. Platz. Eduard Hämmerleinen, links in der roten Hose, als großer Konkurrent von Dan O'Brien ins Rennen gegangen, hätte utopische 45 Sekunden schneller sein müssen als der Amerikaner. Unmöglich. Er holt sich aber ebenso sicher die Silbermedaille wie der Kanadier Mike Smith Bronze. O'Brien tut nicht mehr als nötig. Kein Weltrekord, wie vorher angekündigt. Ein eher solider Wettkampf ohne Glanzleistungen. 8.695 Punkte sind aber am Ende immerhin Jahresweltbestleistungen. Die deutschen Zehnkämpfer waren allesamt schon am ersten Tag ausgeschieden. Ein Debakel. Sein Abstand zum zweiten Eduard Hämmerleinen war am Ende mit mehr als 200 Punkten doch beträchtlich. Dan O'Brien ließ sich feiern für etwas Einmaliges. Zum dritten Mal bei Weltmeisterschaften in Folge ist er der König der Athleten. Vor 20 Tagen hatte John... Ja, bei uns begrüße ich jetzt ganz herzlich den König der Athleten, Zehnkampf-Weltmeister Dan O'Brien zum dritten Mal. Herzlichen Glückwunsch an Sie. Und it's my pleasure to be here. Thank you very much. Wir freuen uns auch. Freue mich sehr, hier zu sein. Können wir auf jeden Fall vorstellen, dass es jetzt noch ein bisschen anstrengender wird als im Wettkampf. Nicht? Sie haben einen Termin nach dem anderen. Ist das so? Well, it's, yes, it is our hard race. Das ist sicher fast schlimmer als im Wettkampf, weil man von einem zum anderen rennt. Der Plan, Zeitplan ist sehr, sehr gedrängt, fast wie im Wettkampf. Aber das macht einem überhaupt nichts mehr aus, denn hier gewonnen zu haben, macht eine solche Freude. Wir wollen da nichts nachstehen. Sie bekommen überall Geschenke. Es gibt auch hier ein Andenken an diese Weltmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ist natürlich nichts gegen das, was Sie sich gerade aussuchen durften. Nicht? Sie haben einen neuen Wagen. Well, I'm not sure that I'm going to keep the car because I got one. Ob ich den behalte, ich habe ja 93 schon einen bekommen. Ich bin nicht sicher, aber herzlichen Dank hierfür. Ich bin sehr gerne hier zu diesem kleinen Gespräch. Ich freue mich immer sehr, wenn ich mit den Deutschen reden kann, weil ich sie sehr mag, wenn ich die Zehnkampffreunde an die denke. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über die Deutschen, bevor wir dann zu Ihrem Wettkampf kommen. Das war ja ein kleines Debakel für den deutschen Zehnkampf. Haben Sie da was von mitbekommen? Wahrscheinlich nicht so extrem, aber haben Sie danach schon mal gesprochen mit einem von den dreien? Well, I discussed with Christian Schenker. Mit Christian Schenker habe ich gesprochen, anfangs der Woche, auch über den Gesundheitszustand der deutschen Athleten. Und vor zwei Wochen war es ja so, dass die anderen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, die Amerikaner geschlagen haben, Visa Cup. Ich wusste, die würden sehr stark in diesen Wettkampf einsteigen hier. Aber mir war das gar nicht so bewusst. Ich habe mir keine Sorgen um sie gemacht. Auch nicht darum, dass mich jemand schlagen könnte für die Goldmedaille. Ich wollte eigentlich nur wissen, wo Paul Meyer steht. Und Mike Conley musste wissen, wer noch sonst im Wettkampf war. Schade natürlich, dass sie nicht so stark waren in diesem Wettkampf. Wenn Sie so Namen sagen, Paul Meyer zum Beispiel, der hat ja auch einen klangvollen Namen unter den Zehnkämpfern mittlerweile. Ist es doch tatsächlich so, dass so Namen auch ein bisschen was ausmachen in Sachen Respekt, dass es vielleicht auch ein bisschen was ausmacht in Sachen Selbstvertrauen? Well, absolutely. You know, Paul natürlich, natürlich ist das so. Paul Meyer war 1993 so stark, dass er sich sehr viel Ansehen damit erworben hat. Und ich hatte erwartet, dass er auch hier sehr gut abschneidet. Nachdem ich ihn 93 gesehen hatte, dachte ich, er baut sein Potenzial weiter auf und könnte richtig hier auch um den Sieg kämpfen. Er hat so viel Potenzial. Ich weiß nicht, was los war, was passierte. Die Deutschen sind gerade im ungünstigsten Augenblick etwas ausgerutscht. Stefan Schmidt in diesem Jahr verletzt. Er war ja im letzten Jahr sehr stark. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum ganz alleine oben Dan O'Brien steht und danach nichts mehr kommt? Warum Sie so in hervorragender Form sind, dass die anderen einfach Ihnen ja, das Wasser nicht reichen können?
Ich habe einen sehr harten Trainingsplan, durch den ich immer die Nase vorne habe. Ich lebe dafür, tue nichts anderes. Ich trainiere für den Zehnkampf. Das ist mein Ziel, immer die Nummer 1 zu sein. Besonders dann für die Saison 96. Ich möchte der Erste sein, der über 9000 kommt. Da drücken wir Ihnen alle Daumen. Tipps haben wir natürlich nicht erwartet von Ihnen, wie man so ein starker und kräftiger und erfolgreicher Mann wird. Aber trotzdem, wir gucken weiter zu. Herzlichen Dank, Dan O'Brien. All right, thank you.